Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind heute wieder im LS 19 unterwegs auf der Grebach und ja, ich habe jetzt schon mal die drei Silos verkauft. Da sieht man auch unter dem Silo war sowas, also deswegen hat es auch rumgebackt wahrscheinlich. Aber wir werden uns heute das andere Silo holen und zwar das hier. Da kann man nämlich auch Mist rein tun. Das schauen wir mal, wie es am besten herpasst. Also erstmal drehen wir es. Ich will es gerne so haben. Dann müssen wir mal kurz schauen. Ne, in die Richtung. Also, bitte. Okay, und dann stellen wir es. Da müssen wir noch vorbeifahren, also so circa. Und dann, ja, so. Perfekt. Dann haben wir schon mal platziert. Dann werden wir noch schnell den Boden ein bisschen ändern. Dass ihr das auch mal seht, wie ich das immer mache. Jetzt muss ich bloß wieder schauen, wo das ist. Genau das war's. Dann Bodentyp. Müssen wir schauen, ah, das ist sogar der. Und dann will ich nicht den Kreis haben, sondern das da, genau. Und so mache ich das dann immer. Da drinnen ist auch noch Gras, dass man kein Gras mehr sieht. Dann genau auf der Linie hintergehen, dass alles auch schon gleich ausschaut. Ich hoffe, ich verschwinde jetzt, ja. Genau, dann einmal so und so. So, dann müssen wir bloß mehr das Gras da weg tun. Haben wir jetzt halt auch weg. Und dann sind wir schon fertig mit dem Silo platzieren. Dann kommt ja der Mist da rein. Dazu habe ich auch schon Förderbänder geholt. Da müssen wir mal schauen. Ja, genau, da muss ja rein. Da müssen wir jetzt mal testen. Weil Förderbänder sind immer, ja, zum Aufstellen sind die immer nicht so geil. Aber wenn es dann mal laufen, dann sind es auf jeden Fall geil. So, deswegen testen wir mal. Also jetzt nehmen wir es erstmal mit dahinter. Wir müssen halt schauen, ob das überhaupt geht oder ob wir zuvor einen Hänger rein laden müssen, aber ich glaube fast nicht. So, das lassen wir mal da stehen. Dann den Traktor lassen wir auch kurz mal stehen, dann steigen wir in das ein, Motor starten. Ja, 5 km/h fährt das bloß. Jetzt halt übelst langsam. Ne, wir können das nicht drehen. Okay, nee, da wollte ich nicht einsteigen. Also wenn ihr auch mit Förderbänder arbeitet im LS, ich finde Förderbänder an sich eigentlich geil so. Nee, warte, wir machen das anders, ne? Aber bisschen doof sind die dann trotzdem wieder. Weil die erstes Mal so langsam fahren. Und zweitens doof zum Aufstellen sind. Das ist so das Ding. Wir fahren jetzt so hinter. 5 km/h. Hängen. Wir müssen ja das andere dann anhängen. Dann können wir es auch mit bewegen. Und dann hätte ich noch ein Förderband unten beim Händler stehen. Mal schauen, ob wir das brauchen oder nicht. Genau. So. Ich lenke jetzt gerade mit Tastatur, weil. Ja. Bei der Geschwindigkeit. So, jetzt können wir es gleich anhängen. Mist, glaub, ja genau. So, jetzt wird's wieder doof. Ja, nee, das wollte ich nicht. Ja, genau, das ist wieder richtig schön.
Okay, das könnten wir aber. Warte, das müssen wir jetzt so tun, weil da hinten stoßen wir an. Ja, das ist halt nicht so ganz geil, aber wenn wir das jetzt halt erstmal anschalten. Warum drückt denn ich jetzt da und rechte Maustaste, Mensch? Und das fahren wir mal aus. Ne, das können wir gar nicht ausfahren, oder? Na doch, können wir ausfahren, richtig. Ah, leck. Wenn wir das ausfahren, kommt nur das andere. Okay. Dann müssen wir das. Passt das von der Länge? Ne. Da müssen wir noch ein bisschen hinter. Warum geht das jetzt nicht? Bisschen weiter hinter. So, das schließen wir wieder. Dann müssen wir mal kurz abkoppeln. Oder ne, warte. Anschalten. Anschalten. Aufklappen. Aufklappen. Hey. Also dann können wir uns besser bewegen, aber. Gar kein Plan mehr. So, abhängen. Ich glaube, wir hätten da noch vorher was machen müssen. Förderband anschalten. Förderband aufklappen. So, jetzt schauen wir mal, ob es da reinrieselt. Es rieselt schon mal rein. Wir schauen mal kurz auch, ob was reinkommt. Mist. Weil dann wäre es auch immer geil. Wo ist Mist? Da. Ja, passt perfekt. Hey. Seit wann ist denn der Bug da? Dass er nicht mehr angezeigt wird. Wir können die einzeln voneinander fahren. Deswegen hätte ich gesagt, fahren wir das noch so hin, dass recht lange Mist hat. Und das. Genau, das klappen wir wieder zu. Dann, und dann fahren wir es auch noch besser hin. Dann sollte es passen. Eieiei, die Förderbänder gehen eigentlich zum Platzieren und so weiter. Also ganz so schwierig sind sie jetzt auch nicht. Okay, wir müssen näher hin. So, jetzt. Jetzt hat es. Okay, das passt schon mal. Und jetzt soll es gleich mal wieder. Oh, ganz knapp. Aber es rieselt noch. Wir können jetzt noch ein bisschen länger machen. So, jetzt. So. Okay, ich glaube, das haut jetzt hin. Genau. Das haut jetzt hin. Wie viel Mist ist denn da eigentlich drinnen? Wahrscheinlich viel. Okay, sehe ich nicht mal. Auf jeden Fall viel zu viel wahrscheinlich. Aber was wir jetzt machen werden. Wir werden mal mit einem Traktor weil die Kühe bringen ja nicht nur Mist, die bringen ja auch Milch. Die habe ich auch noch gar nicht gar nicht weggebracht. Da müssen wir mal kurz einen Hänger schnappen. Und übrigens, wenn ihr euch wundert, welcher Sound das ist jetzt neu. Das ist der Reifensound, den Mod hatte ich auch schon länger droben, bloß den hatte ich noch nicht auf den Traktoren droben. Aber wenn ihr das jetzt gehört habt, das ist ja auf jeden Fall der Reifensound. Genau. Finde ich eigentlich ziemlich geil auch, deswegen habe ich den auch droben.
Bloß wo müssen wir die Milch überhaupt hinfahren? Fülle das Gerät zuerst auf. Ja. Hä? R? Passt da Milch überhaupt rein? Ich glaube fast nicht. Was sind wir denn hier? Da, Tierhaltung. Doch. Nee. Ja. Genau, das war's wieder komplett. Und das Problem ist, das andere ist mit Wasser voll. Glaube ich. Wie viel Wasser brauchen die Kühe? Ja, super. Das ist halt doof jetzt. Wie machen wir das jetzt? Das fahren wir auf jeden Fall mal weg hier. Lassen mal kurz stehen. Können wir die irgendwie umfüllen? Ansonsten würde ich einfach die Zeit kurz ein bisschen hochstellen. Können wir da R drücken? R. Wir wollen ja von dem hängen. Genau. Aber ich glaube, da passt nicht alles rein in den kleinen Hänger. Naja. Doch, passt schon alles rein. Okay, dann fahren wir halt mit den kleinen Radlader. Der wird zwar gleich die Milch nicht mehr schaffen. Aber das, da das ein Drehschirmel ist, fahren wir den nicht rückwärts hin, weil rückwärts, wenn wir den jetzt rückwärts hinfahren, also ich zumindest, dann dauert das eine halbe Stunde. Genau, deswegen machen wir das jetzt nicht. Aber wir fahren ihn so hin und Milch, genau. Ja, und wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja. Es kommt jeden Montag und Freitag ein LS19 Video. Und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Und am Samstag bin ich auch immer live. Ab 20 Uhr geht's da los. Spinnerei. Getreidemühle. Kalkstation. Ja, super. Wo müssen wir jetzt hin? Ich will Milch verkaufen. Wir schauen mal kurz, weil da. Wo ist denn das? Ah, doch, da. Sind doch die Preise. Dann Milch. Ist das Milch? Doch, das ist Milch. Okay, das nimmt nur. Die Getreidemühle, Markierung setzen. Dann fahren wir mal dahinter. Wir koppeln. Wir hängen aber den Traktor dran, weil wenn wir jetzt mit denen weiterfahren, dann dauert es ewig. Im Schneckentempo geht's voran hier. Ui. Und den Hof sollten wir jetzt auch echt mal aufräumen. Vielleicht im nächsten Video. Jetzt fahren wir erstmal die Milch weg. Da ist nämlich noch ziemlich viel da von der Milch. Ja, okay, da sieht man es halt nicht. Da wird man es aber sehen. Milch. Ja, da ist viel zu viel Milch da. Was bin denn ich jetzt so dumm zum Traktor fahren hier? Mensch. Kann man an den Hänger noch einen Hänger dranhängen? An den da? Nee. Okay, vielleicht schaue ich auch noch mal eine Mod in einen größeren Milchhänger. Ich glaube, ich habe da gerade keinen drinnen. Ah doch, also der stand. Also das ist ja. Na doch, vielleicht kaufen wir uns den. Dann geht's ein bisschen schneller.
Jetzt hört man zum Beispiel wieder den Reifensound. Ich war mal extra kurz leise, dass ihr den hört. Also die Schranken würden wahrscheinlich aufgehen. So. Dann. Alter, dauert es langsam ausladen. Gehen die Schranken auf? Keine Ahnung. Wir testen es jetzt gleich mal. So. Ah, perfekto. 11.000 haben wir jetzt bekommen für die Milch. Passt auch. Dann einmal hier rechts rum. Links. Lul. Dann fahren wir mal am Weg. Weil am Weg hört man auch nur den Reifensound. So. Da wollte ich sowieso. Ui. Ui, der schaut gut aus. Der schaut gut aus. Okay, ja. Das ist gut. Dann fahren wir jetzt noch einmal Milch ab, hätte ich gesagt. Und dann war es aber schon wieder mit dem Video für heute. Dann das nächste Video kommt ja am Mittwoch, wie schon gesagt, ein ETS2 Video. Da werden wir auch dann das neue Fahrzeug testen. Das ist ja ein ganz normales Auto, sage ich jetzt mal. Ist das dann? Aber das testen wir dann. Und die andere Frage ist, wie viel Mist passt überhaupt in das Silo ein? Bitte? Ja doch, passt locker, glaube ich, rein, hoffe ich. Wie schön es da runterrieselt. Genau. Dann sollte der voll sein. Ja, das war der falsche, genau. Der sollte voll sein. Dann fahren wir nochmal runter. Da könnten wir im Prinzip auch die Bäume da wegtun, also die drei Bäume, wenn wir wegmachen, dann hätten wir da auch noch so einen kleinen Weg. Wäre auf jeden Fall, denke ich, auch mal geil, wenn wir die wegmachen und dass da halt ein kleiner Weg ist, so, dass wir da auch nicht übers Feld immer fahren müssen. Ja, wäre auf jeden Fall auch geil. Könnten wir vielleicht auch im nächsten Video machen. Uiuiuiui, Hilfe, hier rein. Schön ausholen, so. Und dann noch einmal. Hey. Dann noch einmal. Auskippen. Motor aus. Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, war's das mit diesem Video. Wir sehen uns, am Mittwoch um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein ETS2 Video. Bis dahin. Ciao.